Also ich würde mir selber die Arschbacken aufspritzen, ne? Oder Silikon reinmachen. Einfach nur, weil ich mal wissen will, wie sich das anfühlt. Das muss ich doch immer anfühlen, als man braucht auch keine Kissen mehr, ne? Man kann sich dann überall hinsetzen. Oh. Ne? Nur deshalb würde ich das machen. Also ich muss echt sagen, Marianne braucht gar keine Schönheits-OP. Die ist wunderschön, so wie sie ist, wenn man die Augen zumacht. Ist übrigens ein Spruch, den ich jeden Tag, zu Ohren bekommen höre. Ja, was denn Deutsch. los? Ich bin ein bisschen nervös. Wegen Muttertag? Nee, nicht deshalb. Dann Wegen sag, Vatertag. wieso bist du nervös? Ich hab nächste Woche eine OP. Marianne, das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. War mir unangenehm. Kriegst du jetzt endlich dein neues Verdauungssystem? Was? Na, dein neues Verdauungssystem, dass du auch noch ein bisschen was essen kannst. Nee, damit habe ich mich doch schon lange abgefunden, Helga. Ja, sag mal, was hast du denn für eine OP? Ich mag das nicht erzählen. Hast du da so Probleme im, Was? Intim? Pilze, ne? Lecker, Pilze, na gut, hat auch Vorteile, ne? Wenn man Pilze braucht, hat man immer Pilze parat, ne? Egal, wo man ist. Oh, Wanze, schon ein paar Pilze. Nein. Juck dein. Das hab ich auch gleich. Dein Drive-In. Hego! Wir sind jetzt in dem Alter, da muss man sich nicht mehr. Also, ich sag dir das, aber du darfst mich nicht auslachen. Okay. Wir sind beste Freunde. Okay. Wir versuchen es jetzt, ne? Marianne ist wirklich ein wichtiger Charakter. Netter Charakter und wir müssen auch die Themen, die sie anspricht und die Sorgen, die sie hat, ernst nehmen. Also. Ach, scheiße, das so, jetzt. Freundinnen Marianne, ich würde dich niemals auslachen. Ich lass mir die Lippen aufspritzen. Die Lippen aufspritzen, das ist wohl nicht dein Ernst. Ich hab mir das lange überlegt, Heck. Scheiße. Ja, hab ich ja fast geschafft. Dann überleg mal noch ein bisschen weiter. Und zwar genau so lange, bis du zum Entschluss kommst, dass ein absoluter Blödsinn ist. Aber wieso denn? Dann siehst du aus wie eine Ente. Aber. Eine hässliche Ente. Aber das macht doch was Da brauchst her. du keinen Dackfächer machen. Bisschen jünger aussehen. Da redest du die ganze Zeit immer so. Willst du die ganze Zeit immer so reden und trinken kannst. Also ich würde mir selber die Arschbacken aufspritzen, ne? Oder Silikon reinmachen. Einfach nur, weil ich mal wissen will, wie sich das anfühlt. Das muss ich doch immer anfühlen, als man braucht auch keine Kissen mehr, ne? Man kann sich dann überall hinsetzen. Oh. Ne? Nur deshalb würde ich das machen. Also, hier läuft ja alles nur runter. So doll will ich doch gar nicht. Wie denn? Nur ein bisschen. Lippen aufspritzen sieht immer bescheuert aus, ich sag's Ja. dir. Aber die ganzen Stars im Internet sollen verdammt nochmal zu ihrem Alter stehen und nicht irgendwie künstlich versuchen, ihre Jugend zurückzuholen. Nur so ein bisschen aufspritzen. Im Kopf kannst du doch auch deine Jugend behalten. Aber wenn dein Körper vergammeln will. Ja gut, aber wenn man, wie ich schon, eintretende Demenz hat, ne? Also, da weiß ich jetzt nicht so wirklich, ob man die Jugend behalten kann, ne? Also ich bin froh, dass ich noch meinen Namen weiß. Ich weiß halt ein paar Sachen noch von meiner Kindheit, ne? Also, aber so die meisten vergisst man irgendwie im Alter, ne? Weil man im Alltag irgendwie nur zu tun hat. Man denkt dann einfach nur, scheiße, gestern war ein scheiß Arbeitstag, heute wird genauso beschissen, ich will nach Hause, ich will Urlaub haben. Ja, da vergisst man halt die schönen Dinge im Leben. Oh meine Güte, dann lass ich doch bitte in Würde vergammeln. Aber. Und außerdem, Marianne, das ist ja auch ein Risiko, das ja. Ein operatorischer Eingriff. Ist ja nicht ein Herz, ist doch nur die Lippe. Nun stell dir mal vor, der Arzt hat sich ein Eierlikör zu viel gegönnt. Ja, damit kennst du dich ja aus. Ich kenn meine Grenze. Ach wirklich? Nie mehr als eine Buddel. In der Woche. Am Tag. So. Nun stell dir mal vor, der Arzt. Aber sie kennt ihre Grenzen. Und ballert dir das Silikon aus Versehen. In die Nase. So ein Blödsinn. Dann läufst du mit so einer Kartoffelnase rum. Das sind Profis, Helga. Dann siehst du aus wie Anna Klüthmanns. Die hat die dicke Nase von Geburt an. Das war auch ein operatorischer Fehler. Gut, die dicke Nase kann ich auch machen, ne? Also, ich wäre so ein Arzt, würde einfach sagen, ne, wenn dann so ein Kerl kommt, pass auf, ich boxe dir mal kurz in die Nase rein, dann hast du auch eine dicke Nase, ne? Also, es geht halt schneller, ne? Der NDR war da. Was? Bettina Tietjen war da vom NDR. Und hat Erna Klödmanns interviewt wegen ihrer Klödmanns? Kartoffelnase. Das denkst du dir doch aus. Nein, 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 nein. Mach, was du willst. Ich bin mir doch auch unsicher. Ach. Auch wegen der zweiten OP. Was? Ich will zwei Sachen machen lassen. Du erzähl mir nicht, dass du Oh, deine nee. Brüste straffen lassen Doch. Willst. Nee. Oder? Die müssen bis zum Bauchnabel hängen. Wir sind Rentnerin. Ich will mir noch so ein bisschen Silikon in die Ohrläppchen. Die gefallen mir. Silikon.
Kot in die Ohrläppchen. Also ich habe ja schon einiges gehört. Also ich weiß ja, es gibt ja auch, also wo ich mir so denke, wie bescheuert muss man sein. Es gibt ohne Scheiß, ne? Dann habe ich nur durch Zufall mal rausgefunden, es gibt Muskelimplantate. Es gibt Leute, die haben keinen Bock auf Trainieren. Die holen sich Muskelimplantate. Und das sieht halt wirklich so aus, als er jetzt trainiert hätte. Es ist genau wie die ganzen Leute, die immer sagen, oh ja, meine Diät, oh, so anstrengend. Da fragt man so, ja, was ist denn dein Geheimnis? Ja, Markenband. Ha, was? Merk selber irgendwie, ne? Hast du irgendwie nicht mal ganz, ne? Da oben, die Denkrübe. Stimmt immer so ganz. Es ist halt die faule Art, irgendwas zu machen. Das ist nicht dein Ernst. Guck dir mal Jennifer Aniston an. Wer ist da denn? Eine amerikanische Schauspielerin. Und die hat, Die hat sich vor kurzem, die Ohrläppchen verlängern lassen. Ja. Wie hat er denn, Da wird dir, Gewebe aus dem Po genommen. Und sozusagen dann hier, eingepflanzt. Also, das Ohrläppchen damit verlängert. Du machst Witze, Moriane. Das moderne Medizin, Helga. Wie soll ich dir je wieder vernünftig in die Augen gucken können, wenn du ein Stück Arsch am Ohr hängst? Helga. Arschgesicht. Wieso machst du sowas? Das ist das neue Schönheitsideal. Du hast einen Mann. Du siehst top aus, Moriane. Ja, aber die Stars haben... Ich flehe dich an. Lass dein Po da, wo er ist. Aber... Nicht dein Po an die Ohren hängen, bitte. Du verstehst es falsch. Moriane. Wir Frauen müssen sowas nicht tun. Es recht nicht, damit wir den Männern irgendwie gefallen. Ich mach das ja. Genau, deshalb sage ich, bleibt so, wie ihr seid. Jeder ist auf seine Weise schön. Ja gut, bei mir trifft das nie zu. Ich bin einfach nur hässlich. Aber es gibt halt wirklich Menschen, jeder ist auf seiner Weise schön. Und auch an die Frauenwelt, weil die immer so denken, ja, der Mann mag mich nicht. Erstmal, wenn der Mann euch nicht mag, ist es der Falsche. Wenn ihr euch scheiße behandelt, wenn ihr es öfters versucht habt und der euch wie Dreck behandelt oder zu euch sagt, ja, ihr seid hässlich, ne? Wegwerfen. Ne? Einfach wegwerfen. Bip! Ne? Macht wirklich Sachen nur für euch. Also zum Beispiel, also keine Schönheits-OPs, bitte. Dann guckt in den Spiegel und das ist halt die Natur. Die Natur hat gesagt, okay, ihr seht jetzt so aus, ne? Ich muss einmal an mich denken, weil ich so denke, wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich mir immer so, ja. Heute wieder Eideltüte, ne? Nee, wirklich, ihr seid so wie so schön, wie ihr seid. Und wenn das andere Menschen nicht akzeptieren können, dann sind sie falschen Menschen um euch herum. Dann sind es einfach die falschen Menschen und ändert euch niemals für einen anderen Menschen. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Ja, auch, für mich. Du machst das, weil irgendwelche Stars im Internet dir erzählen, dass sich dadurch ihr ganzes Leben zum Positiven verändert. Ist ja vielleicht auch so. Die haben doch alle innere Probleme. Die sollten sich erstmal beim Psychiater sollten die sich mal operieren. Du übertreibst du aber. Ja, operieren mal. Die allerschönsten roten Lippen und vor allem die allerschönsten Ohrläppchen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Moriane. Danke, Helga. Lass Dr. Stefan Frank bitte nicht ein Stück von deinem Po in dein Gesicht machen, bitte. Ja. In ganz vielen Gebieten würde ich die Leute nur noch Arschgesicht nennen, wenn das rauskommt. Hast ja auch schon ein bisschen recht irgendwie. So. Könntest du mir vielleicht noch so 2, 3 Komplimente machen? Das hat sich so angefühlt. Moriane, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Senfeier mit Möhren und Kartoffelpüree. Kann ich nicht. Kannst du das nicht nehmen? Senfeier in Kombination mit Möhren. Was sind Möhren? Möhren kann man die essen? Ja, aber Möhren? Möhren kenne ich ja. Möhren hab ich schon. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdat. Ah, scheiße, geil. Schön. Ach, schön. Nee. Ist aber wirklich ein ernstes Thema. Das ist heute der Schönheitswahn, ne? Frauen oder auch Männer, die sehen, was heutzutage das Idealgewicht ist. Frauen oder Männer sehen, wie heutzutage ein Mann angeblich aussehen muss, wie eine Frau angeblich aussehen muss. Das ist totaler Schwachsinn. Also ich würde als Mann sagen, zum Beispiel jetzt, ne, von meiner Seite aus, wenn ich zum Beispiel jetzt die Models sehe. Ich kenne übelst viele, wirklich richtig viele Kerle. Also ich kennt keinen, der sagt, oh, voll hübsch, ne? Die meisten Kerle sagen, was will man mit einem, weiß ich nicht, Kleiderbügel, was will man damit? Gut, man kann sie aufhängen abends, ne? Man kann sie dann früh wieder rausholen. Verstecken spielen macht auch Spaß, weil die findest du nie. Hat aber auch natürlich auch Nachteile, ne? Also gerade, wenn sie sich vom Baum irgendwie hinlegt, so, dann seht ihr die nicht mehr. Dann ruft er bei der Polizei an und sagt, hier, meine Freundin ist weg. Ah, nee, doch nicht, die hat sich gerade nur am Baum hingelegt. Und das wollen wir Männer nie. Wir wollen auch keine Nägel, die 5 Kilometer lang sind. Wir wollen natürliche Schönheit. Und so ist es. Und wir wollen auch, also richtige Männer wollen auch nicht, dass ihr euch ändert für uns.
Das ist totaler Schwachsinn. Ne, ihr müsst euch nicht vor uns ändern und wenn das irgendein Mann zu euch sagt, hier, ja, ändert euch mal, das und das ist hässlich, das finde ich nicht schön an dir. Weg damit, Abfall, weg, Müll. Müll, Müll, Müll. Solche Männer, ist halt wirklich so, solche Männer werden dann auch in der Beziehung dann anfangen, so, ne, Schritt für Schritt, ne, am Anfang so sagen, ja, total hübsch, ne. Oder so am Anfang schon rumnörkeln, da sollte man überhaupt gar nicht die Beziehung anfangen. Aber meistens ist es dann schon nach einem Monat. Ja, könntest du mal ein bisschen Sport machen. Ja, die Haare sind scheiße. Ja, die Augenbrauen sind doof. Ja, dann macht euch doch selber nur kaputt. Bleibt so, wie ihr seid. So seid ihr wunderschön. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an und lauft nie jeden Trend hinterher. Das ist totaler Schwachsinn. Haut rein und tschüss.